Ich habe vor zwei Jahren in einem Taxi in Köln gesessen und ich weiß jetzt noch genau, was der Fahrer zu mir gesagt hat. Der war total aufgeregt, geflasht. Sowas hat er lange nicht mehr erlebt, hat er gesagt. Und er wollte wissen, das hier ist doch was ganz Besonderes. Diese Veranstaltung in der Messe, auf der sie waren, die Leute, die Energie. Hier geht es um richtig was, um richtig viel Geld. Ich fühle das. Wo kommen sie her? Was war das denn für eine Goldgräberveranstaltung? Meine Antwort: Es ging um. Glasfaser. Oh, ich kann es komplett verstehen. Echt? Was du vielleicht nicht über mich weißt, noch nicht. Bis jetzt in mir steckt so ein kleiner Technerd. Das hast ich von deinem Elektriker Vater. Vielleicht. vielleicht ja. Womöglich. Endlich kann gut ist sein. Was hängen geblieben. Ich, ähm, ich äh, sehne mich nach Glasfaser-Internet und dass diese Leute, die auf dieser Glasfaser-Messe waren, so eine Energie ausgestrahlt haben, dass sie diesen Taxifahrer so nachhaltig beeindruckt haben. Ähm, das kann ich sehr gut verstehen, denn es ist wirklich ein Dilemma bei uns in Deutschland mit diesem Internet und vor allem mit diesem Glasfaser-Internet. Wir stehen im OECD-Vergleich, was Glasfaserausbau angeht, auf Platz 36. Von? Ja, genau. Das klingt ja jetzt erstmal irgendwie okay, aber Platz 36 von 38 ist ähm, nicht so Ausbau, okay. Also, äh, ich finde, endlich legen wir mal richtig los. Aber wie so oft... Da gibt es eine gute Idee. Eigentlich finden alle, yo, genau, lass das genauso machen, am besten schon gestern. Und beim Versuch, das dann umzusetzen, geht dann total viel schief. Ja, Leute, die Monate bis jahrelang warten, fast wie nach einer Wende auf einen Telefonanschluss, damals 1989, warten sie so lange auf ihren Anschluss mit Glasfaser. Straßen werden manchmal zweimal hintereinander aufgerissen. Immer wieder hört man auch von sowas wie Drückerkolonnen. Da klingeln angeblich Leute bei Omas und Opas und drängen sie, irgendwelche fancy Internetverträge abzuschließen, die sie niemals nutzen. Und es gibt auch komische Firmen, die ihre Arbeiter unter eigenartigen Bedingungen da rumbuddeln lassen. Ein Freund von mir hat den barfuß arbeitenden Jungs erstmal Schuhe geschenkt, weil er das nicht mit ansehen konnte. Also die Branche scheint irgendwie ein bisschen verrückt zu sein. Und ich erlebe das ganz oft, dass sich Leute jetzt um mich herum fragen, oh Glasfaser, brauche ich das überhaupt? Da hört man so viel Schlechtes, das ist ja auch ein riesiger Aufwand. Ich bin doch eigentlich ganz happy mit dem Internet, das ich habe. Wir glauben, es lohnt sich trotzdem. Es lohnt sich so richtig, trotz aller Widrigkeiten. Glasfaser für Deutschland. Was ist da los und warum wir es wagen sollten? Unser Thema in dieser Folge vom Plus-Minus-Podcast. Mit mir, ich bin David Alf. Und ich bin die seit einem Jahr auf die Hausverwaltung wartende Anna Planken. Worauf wartest du bei deiner Hausverwaltung? Dass die Hausverwaltung mit der Telefonfirma eine Möglichkeit <laughs> findet, wie unser ganzer Komplex dann doch zentralisiert angeschlossen wird ans Glasfaser. Weil ah. ich wäre bereit, und ich will das auch schon seit über einem ja? Jahr, ich habe auch den Antrag gestellt, aber das Ganze muss mit den ganzen Wohnungen... Mit der Hausverwaltung ah, Ja, davon sind wir noch weit entfernt. Bei uns gibt es einfach noch nirgendwo Glasfaser. Ich will das jedenfalls auch unbedingt, aber äh, warum bin ich eigentlich so hyped? Weil wir hier von Internetgeschwindigkeiten sprechen, von denen wir aktuell nur träumen können. Und was ist überhaupt Geschwindigkeit im Internet? Auf der Autobahn messen wir Kilometer pro Stunde, beim Internetsurfen Bit pro Sekunde. Wobei mit Bit kommst du tatsächlich nirgendwo an. Das ist nämlich nur die aller, aller, aller kleinste Dateneinheit. Genau, wir sprechen bei Übertragungsgeschwindigkeiten im Internet inzwischen von Megabit pro Sekunde. Da werden also bei einem Megabit eine Million Bits pro Sekunde übertragen. Klingt viel, wäre aber immer noch viel zu langsam. Für so halbwegs stabiles Internet braucht man aktuell so um die 50 Megabit. Und mit Glasfaser sollen wir in Zukunft Achtung bis zu... 1000 Megabit pro Sekunde bekommen. Das sind dann Gigabits. Politiker sprechen deshalb auch gerne von der Gigabit-Gesellschaft. Und da wollen wir eigentlich hin, zu dieser Geschwindigkeit. Wir wollen dahin kommen, wo andere Länder schon längst sind. Ihr erinnert euch vielleicht an diesen legendären Satz hier. Das Internet ist für uns alle Neuland. Das war Angela Merkel im Jahr 2013. Und so ein bisschen lässt das ja erahnen, dass die Merkel-Jahre jetzt kein Turbo-Boost für die Digitalisierung in Deutschland gewesen sind. Lange Zeit ist bei der Internetgeschwindigkeit nur sehr wenig passiert. Die Telekom wollte von Glasfaser echt lange Zeit nichts wissen. Die Telekom wollte einfach weiter auf ihre alte Technik setzen. Ihre Kupferleitung, die liegen ja im ganzen Land im Boden. Das hat sich zum Glück geändert. SPD, Grüne und FDP haben in ihre Gigabit-Strategie reingeschrieben, dass bis 2030 überall in Deutschland Glasfaser zu den Häusern gelegt sein soll. Dann ist auch die Telekom auf den Zug aufgesprungen. Die findet Glasfaser jetzt so wichtig, dass sogar der Telekom-Chef Tim Höttges höchstpersönlich mit dem Bagger durch Straßen fährt und Löcher in Häuser bohrt, um zu zeigen, wie toll und spannend der Ausbau von Glasfaser ist. Hier haben wir ein Video, das stellen wir euch auf jeden Fall in die Show Notes. Dafür müssen wir an die Fundamente, damit das Glasfaser sicher ins Haus gelangt. Ich finde das toll, Im mit Haus wie viel Zimmer Werf er das macht. Jetzt müssen wir aber den Hausanstich bohren. Das kann jetzt laut werden. <laughs> Stell dir vor, du kriegst muss. den Telekom-Chef persönlich, der dir dann ein Loch in die Pfanne Herr Höttges, wenn Sie bei mir vorbeikommen wollen, gerne, ich bin bereit. Also, die Bundesregierung will jetzt Glasfaser, die Telekom auch. Alles Bestens, könnte man meinen. Wir lassen das Neuland hinter uns und starten durch Richtung Zukunft wird halt auch einfach Zeit. Ja, denn wir sind echt so ganz weit hinten, was unsere Glasfaseranschlüsse angeht, um das mal besser beurteilen zu können, wo Deutschland da im Vergleich steht. Hat sich unsere Plus-Minus-Redaktion eine Studie angeschaut? Du hast es ja gerade schon kurz angesprochen. Die kommt von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD. Die Studie zeigt, in Deutschland haben wir gerade mal gut 10% Glasfaseranteil. Also genau genommen sind es 11,2% in den Häusern und Gebäuden. Das heißt, 90% zockeln noch immer durch die Kupferkabel oder durch die TV-Kabel. Auch die werden ja hier und da. Fürs Internet benutzt. Die Studie zeigt auch, dass diese Quote nur in zwei Ländern noch schlechter ist als in Deutschland, nämlich in Belgien und in Griechenland. Der OECD-Durchschnitt liegt bei über 40 Prozent Glasfasernutzung. Wir haben, wie gesagt, gerade mal ein bisschen mehr als zehn. Spitzenreiter im Ranking ist Südkorea. Bei denen liegt die Glasfasernutzung bei fast 90 Prozent. Aber gut, die sind ja eigentlich bei allem, was Technik betrifft, die absoluten Spitzenreiter. Platz 2 und 3, Island und Spanien. Und dann kommen mehrere Länder in der Spitzengruppe mit rund 80 Prozent Glasfaseranschlüssen, zum Beispiel Schweden. Davon sind wir wirklich noch sehr, sehr weit entfernt. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, was soll dieses ständige Genöle, dass Deutschland wieder mal irgendwo nicht ganz weit vorne ist, haben eben andere Länder die Nase vorn. Warum ist das überhaupt so wichtig, dieses Glasfaserding? Ganz einfach, weil das ein technologischer Sprung nach vorne ist. Dafür müssen wir uns anschauen, wie die eigentlich funktionieren. Bei Kupferkabeln werden die Daten in Form von elektrischen Impulsen übertragen. Im Glasfaserkabel werden die Daten dagegen in Form von Lichtimpulsen weitergeleitet. Heißt, man kann höhere Frequenzen durchschicken. Höhere Frequenzen heißt in dem Fall mehr Daten. Kennt ihr vielleicht vom Urlaub am Meer, wenn da große, lange Wellen ankommen, dann landen in einer bestimmten Zeit nur wenige von diesen am Strand. Gibt es kurze, schnelle Wellen, dann treffen insgesamt mehr am Ufer an. Die Lichtimpulse bei der Glasfaser haben außerdem viel größere Reichweiten. Da kann man so einen Impuls zig Kilometer laufen lassen, ohne dass man ihn irgendwie verstärken müsste. Elektrische Impulse, die durch die Kupferkabel gehen, müssen zwischendurch immer wieder ja, so aufgepimpt werden, weil sie schon nach kurzer Distanz schwächer werden. Ja, und dieses zwischendrin verstärken ist fehleranfällig. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum unsere aktuellen Internetverbindungen immer wieder... In die Knie gehen. Glasfaserverbindungen sind stabiler. Und auch die TV-Leitungen können Glasfaser nicht wirklich das Wasser reichen, vor allem deshalb nicht, weil sie zwar einigermaßen gute Download-Raten schaffen, also Daten holen, zum Beispiel beim Filme gucken, aber in die andere Richtung, wenn man größere Datenmengen verschicken will, sieht es viel schlechter aus. Das wird aber immer wichtiger, wenn zum Beispiel mehr Leute im Haus Homeoffice machen und man an Videokonferenzen teilnimmt oder online Spiele zockt. Für all das waren die Fernsehkabel nie gedacht und sie eignen sich auch nicht besonders gut dafür. Verrückterweise werden sie uns trotzdem immer wieder als gute Alternative zur Glasfaser angeboten, sind sie aber nicht. Fassen wir zusammen: Glasfaser ist der heiße Scheiß, wenn es um Internet geht. Es ist super schnell, super stabil und das wissen eigentlich auch alle und wollen es deshalb auch haben und trotzdem hakt es bei uns total. Aber warum eigentlich? Der Grund klingt. Wirklich absurd, gehört aber zur Wahrheit dazu. Es hakt deshalb, weil wir ausgerechnet, das Deutschland auf dem drittletzten OECD-Platz in den letzten Jahren zu viel Gas gegeben haben. Wir springen jetzt mal zwei Jahre zurück. Wir sind also mitten in der Zeit der Niedrigzinsen. Große Investoren suchen händeringend nach Möglichkeiten, ihr Geld gut anzulegen und dabei entdecken sie das deutsche Glasfasernetz. Und das trifft sich ja super, denn da ist super viel zu tun in Deutschland. Der Bund gibt auch noch Fördergelder. Banken verleihen gleichzeitig billig Geld zu Minizinsen. Und klar, dass da genau die Goldgräberstimmung ausbricht, die dein Taxifahrer damals gefühlt hat. Mhm. Weil ja eben alles zusammenpasst und zusammenkommt. Es gibt viel Geld. Die Politik will unbedingt diese Glasfaser. Und viele Unternehmen möchten möglichst diesen Zug nicht verpassen und aufspringen. Und dann passiert das. Was immer passiert, wenn ein Wirtschaftsbereich erst lange liegen gelassen wurde und plötzlich alle gleichzeitig loslegen wollen. Es gibt Engpässe, Material und Maschinen werden knapp, zu wenige Leute, die die Arbeit machen. Also es bricht Chaos aus. Und damit landen wir in Isen. Das ist eine kleine Gemeinde in Oberbayern. 6000 Einwohner, circa 3500 Haushalte. Das sind genug, damit sich da eine Glasfaserfirma gute Geschäfte erhoffen kann. In Isen ist das die deutsche Glasfaser. Das ist der zweitgrößte Glasfaseranbieter in Deutschland nach der Telekom. Es gibt daneben auch die deutsche Giganetz, EWE, Leonet und noch viele regionale Anbieter. Als Kundin oder Kunde habe ich aber leider nicht die Möglichkeit unter all diesen Anbietern zu vergleichen und mir den besten rauszusuchen. Es gibt meistens nur ein Unternehmen an jedem Ort, das Glasfaser ausbaut. Dazu später noch mal mehr, aber erstmal zurück nach Isen in Oberbayern. Hier hat die deutsche Glasfaser angefangen, mit den Menschen im Ort Verträge abzuschließen. Danach, 2020, kommen die ersten Bagger und es sollen die ersten Kabel verlegt werden. Tatsächlich läuft es auch erst noch gut. Die ersten Häuser bekommen ihren Anschluss. Es gibt denn nur ein Problem: Aus diesen Anschlüssen im Keller kommt nicht die erhoffte Turbo-Internetverbindung. Da kommt gar nichts raus. Die Anschlüsse sind tot. Wenn man durch den Ort fährt, dann sieht man auch ganz schnell, warum. An vielen Stellen gucken diese Glasfaserkabel einfach aus der Erde raus. Sie ragen an einigen Gehwegen einfach in die Luft. Damit ist auch klar, das Netz ist schon im Ort an vielen Stellen unterbrochen. Das war 2020 so und es ist jetzt im August 2024 immer noch so. Wie kann das sein? Christine Pettinger ist die Geschäftsführerin der Gemeinde und sie erklärt uns das so. Hauptproblem war, dass die Baufirma die Pläne nicht eingehalten hat und die deutsche Glasfaser aus unserer Sicht eben nicht ausreichend kontrolliert hat. Zum Beispiel sind ähm, Leitungen nicht in der öffentlichen Straße verlegt worden, sondern in Privatwegen, ähm, ohne dass man die Betroffenen vorher gefragt hat oder ist es ist zickzack gelegt worden, bestehende Rohre haben angebohrt worden, die Verlegetiefen haben nicht eingehalten worden und so weiter. Und das sind ja ein paar interessante Punkte. Erstmal, die deutsche Glasfaser selbst ist gar keine Baufirma. Für die Arbeiten beauftragt sie deshalb Subunternehmen. Die arbeiten mal besser, mal schlechter. Und da eine Zeit lang Goldgräberstimmung herrscht, sind offensichtlich die guten Firmen schnell ausgebucht. Aber es gibt auch umgekehrt Klagen. Manche Rathäuser lassen sich angeblich auch ziemlich viel Zeit mit den Baugenehmigungen. Viele Firmen beklagen auch, dass die Vorgaben nie einheitlich sind. Manche Gemeinden beharren zum Beispiel darauf, dass die Kabel 80 Zentimeter tief vergraben werden, anderen reichen 45 Zentimeter. Es ist nicht ganz easy für alle. Wir wollten von der deutschen Glasfaser wissen, wie es denn in Isen jetzt irgendwann mal weitergeht. Zusammengefasst schreibt die deutsche Glasfaser sinngemäß, wir wollen das so schnell wie möglich abschließen. Leider musste die ursprünglich beauftragte Firma wegen einer Insolvenz mit den Arbeiten aufhören. Im Moment läuft punktuell etwas, aber damit es vorangeht, brauchen wir weitere Firmen. Die sind aktuell sehr stark gefragt. Wir informieren wieder, sobald wir einen neuen Baupartner beauftragt haben. Ja, ähm, klingt unbefriedigend für die Gemeinde, wird aber auch zum echten Problem. Zum Beispiel für die Schule im Ort. Die Grund- und Mittelschule will endlich digitale Klassen einrichten. Also alle Schüler haben Tablets, recherchieren im Internet, lernen den Umgang mit KI und so weiter. Aber im Gebäude gibt es im Moment nur eine alte DSL-Verbindung mit 50 Megabit. Wenn da jetzt dann ein paar hundert Schülerinnen und Schüler im Netz recherchieren sollen, ist das viel zu wenig. Nee, dann dreht sich nur die Uhr, da funktioniert nicht viel. Der Fall Isen ist jetzt besonders krass. Aber er steht stellvertretend für diese vielen Glasfaserprobleme in ganz Deutschland. Weil wir da so lange geschlafen haben, wollen wir jetzt ganz schnell vorankommen beim Glasfaserausbau und warten nicht mehr auf gute, zuverlässige Baufirmen, bis die wieder Zeit für unsere neuen Aufträge haben, sondern wir setzen auf die anderen, die sofort kommen können. Und dann läuft das auch nicht überall wirklich effizient. Denn die deutsche Telekom, die deutsche Glasfaser und andere Firmen reißen die Straßen teils nochmals auf, weil man ein eigenes Kabel verlegen will. Weil sie damit vermutlich mehr Geld verdienen. Zumindest, wenn nicht wie in Isen alles schief geht. Ja, für die Anwohner ist dieser Doppelausbau extrem nervig. Er stört den ganzen Straßenverkehr und vor allem blockiert er auch Kapazitäten bei den Baufirmen. Dieses Verlegen von zwei oder mehr Kabeln übereinander, das nennt man im Fachjargon Überbau. Und dass es dafür einen eigenen Fachbegriff gibt, deutet auch schon darauf hin, dass das nicht ab und zu irgendwo mal in Deutschland passiert, sondern dass es sich um ein bekanntes Phänomen handelt. Es gibt über 400 Fälle, in denen sich die Telekom und ein anderer Konkurrent deshalb streiten. Ja, und das hat sogar dazu geführt, dass sich die Bundesnetzagentur eingeschaltet hat. Das ist die Aufsichtsbehörde über den Telekommarkt eine sogenannte Monitoringstelle eingerichtet. Die untersucht die Probleme und hat im April dieses Jahres einen ersten Zwischenbericht vorgelegt. Und aus dem lässt sich rauslesen, dass in Deutschland gerne mal doppelt aufgebaggert wird. Mal von der Telekom, mal von einem anderen Glasfaseranbieter. Die Telekom macht das dem Bericht zufolge besonders gerne in dicht besiedelten Gebieten. Das heißt, dort haben wir zwei oder mehr Kabel im Boden. In ländlicheren Regionen gibt es dagegen oft gar kein Glasfaser. Ja, und da bräuchte man eigentlich ein Machtwort aus der Politik. Vom zuständigen Minister. Das ist Volker Wissing von der FDP. Er ist für die Digitalisierung in Deutschland ja verantwortlich. Und in seinem Ministerium hat unser Plus-Minus-Team mal nachgefragt, was ist da im Moment eigentlich los? Die Antwort? Gerade in dicht besiedelten Gebieten kann der parallele Betrieb von zwei oder mehr Glasfasernetzen Wirtschaftlich sein. Ein funktionierender Wettbewerb ist der wichtigste Treiber für einen schnellen und flächendeckenden Ausbau von Glasfasernetzen, wie die derzeitige Ausbaudynamik belegt. Also, für Wissing ist Überbau kein so großes Problem. Er findet, Wettbewerb belebt das Geschäft. Aber was, wenn Überbau, also dieses doppelte Ausbauen, doch ein Problem ist? Schweden zum Beispiel macht es. Komplett anders. Die sind ja, wie gesagt, einer der Spitzenreiter im OECD-Vergleich und es gibt dort eine besondere Regelung, die besagt, dass einmal verlegte Glasfaserkabel von allen Anbietern benutzt werden können. Open Access nennt sich das Modell und das verhindert den Überbau. Und bei der Recherche hat das Plus-Minus-Thema herausgefunden, dass das einer der Hauptgründe dafür ist, dass es in Schweden beim Glasfaserausbau so schnell gelaufen ist. Wie es jetzt bei uns weitergeht. Müssen wir einfach noch abwarten. Die Bundesnetzagentur untersucht übrigens weiter, sie hat auch noch nicht genügend Infos für eine endgültige Beurteilungsaktion. Nochmal zurück zur Antwort aus dem deutschen Digitalministerium. Da ist ja von Ausbaudynamik die Rede. Das Ministerium verweist auf Zahlen der Bundesnetzagentur, wonach über 30 Prozent der Haushalte bereits über einen Glasfaseranschluss verfügen. In der Branche wird das. Äh Angezweifelt ein Problem. Dieses gute Drittel bezieht sich nämlich auch auf Glasfaserkabel, die bis zur Grundstückgrenze gehen. Das bedeutet aber nicht, dass die Leute dann auch wirklich Glasfaser in ihrem Haus haben. Eine Studie des Verbands der Telekom-Wettbewerber zeigt, gerade einmal etwas über 8 Millionen deutsche Haushalte können Glasfaser wirklich nutzen. Das entspricht rund 20 Prozent. Die Studie packen wir euch auch noch in die Shownotes. Interessant dabei ist auch, in den letzten Jahren. Kamen immer nur ungefähr eine Million neuer Glasfaserhaushalte pro Jahr dazu. Rechnen wir das hoch und weiter, haben wir alle in Deutschland Glasfaser festhalten im Jahr 2048. Oh Gott, David, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. eigentlich war das Ziel der Bundesregierung, das bis 2030 zu schaffen. Ja, und da hat unser Team, muss man auch sagen, jetzt eher vorsichtig gerechnet. Wahrscheinlich ist sogar, dass wir es sogar im Jahr 2050 nicht geschafft haben werden. Zumindest nicht, wenn wir so weitermachen wie bisher. Ausbaudynamik sieht für mich anders aus. Also, wir fassen zusammen. Glasfaser ist... Eine coole Technik, die bei uns in Deutschland aber irgendwie leider nicht vorankommt. Deshalb fragen sich viele von euch vielleicht auch, warum soll ich mir denn sowas aufhalsen, mich darauf einlassen. Kostet Nerven, ist teuer, aber auf die Kosten gucken wir gleich nochmal. Viele warten jedenfalls lieber erstmal ab. Wir haben ja vorhin schon die Studie vom Verband der Telekom-Wettbewerber zitiert und darin zeigt sich auch genau diese Unlust. Wir haben von 8 Millionen Haushalten erzählt, die im Keller schon einen Glasfaseranschluss haben, aber nur etwa viereinhalb Millionen haben den Anschluss auch wirklich gebucht. Der Rest, also über 40 Prozent, könnte Glasfaser sofort haben, will es aber nicht. Ja, die wollen wahrscheinlich bei ihren günstigeren DSL-Verträgen bleiben. Und dann wird es echt zum so Teufelskreis. Deutschland kommt nicht voran beim Glasfaser. Die Verzögerungen und Probleme sorgen für ein schlechtes Image. Also wollen noch mehr Leute kein Glasfaser? Und wenn es keiner will, dann geht es halt auch wieder langsamer voran. Die Unternehmen fangen nämlich erst an, Glasfaserkabel zu verlegen, wenn über 30 Prozent der Haushalte in einer Gemeinde unterschrieben haben. Und so viele kommen oft gar nicht zusammen. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Wie viel kommt da wo zusammen? Wir kommen zu der Kritik, da sein eventuell sowas wie Drückerkolonnen unterwegs. Am Anfang haben wir das kurz schon mal angesprochen. Unser Plus-Minus-Team ist in Internetforen auf viele Beschwerden gestoßen über unterschiedliche Vertriebsfirmen. Klar ist, das würde jetzt diesen Podcast sprengen, jedem einzelnen Fall nachzugehen. Uns fällt aber auf, bei der Bewertung zu unterschiedlichen Glasfaseranbietern, viele Leute schreiben, dass sie sich von Glasfaservertriebsleuten bequatscht oder auch regelrecht bedrängt gefühlt haben. Die sagen zum Beispiel, so eine Beschwerde, sie seien von einem großen Anbieter und müssten unbedingt in die Wohnung und den Router anschauen. Wenn der Vertriebsmensch aber erstmal in der Wohnung drin sei, bekomme man den so schnell auch nicht wieder raus. Kunden beschreiben auch so eine Art Drohkulisse, dass sie bald ohne Internet dastehen könnten und sich dann unter Druck gesetzt gefühlt haben. Es gibt auch Beschwerden, dass älteren Leuten etwas aufgeschwatzt werde, was die gar nicht bräuchten. Das sind harte Vorwürfe. Unser Team ist bei den Recherchen immer wieder über sehr negative Kundenbewertungen und Beschwerden über Vertriebsleute gestolpert. Das wollten wir uns genauer angucken und haben versucht, genau da mal hinter die Kulissen dieser Vertriebsleute zu schauen. Wir sind im Internet zum Beispiel auf Videos gestoßen, in denen Leute erklären, wie man als Vertriebsmitarbeiter so richtig viel Geld damit verdienen kann. Door-to-door -door Vertrieb nennt sich das. Menschen, die im Internet anderen Leuten Tipps geben, wie man Kunden am besten von Glasfaser überzeugen kann, was man macht, wenn sie nicht wollen und wie man trotz aller Ablehnung am Ende doch noch einen unterschriebenen Vertrag rausbekommt. Ja, denn je mehr Verträge, umso mehr Kohle verdienen die. Vertriebsleute arbeiten auf Provision. Manche schaffen 100, manche 200 Verträge im Monat. Der angebliche Rekord eines Mitarbeiters, auf den wir gestoßen sind, liegt bei 281. Und solche Vertragschampions werden richtig gefeiert. Das alles beobachten auch Verbraucherschützer seit längerem mit Sorge. Michael Gundal von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz sagt: Das Thema Haustürgeschäfte bei Glasfaser ist ein Dauerbrenner. Er hat täglich neue Beschwerden über Vertreter auf dem Tisch. Das Problem ist, dass für die Vertriebsleute nicht nur die Stückzahl wichtig ist, sondern auch, dass sie möglichst teure Verträge mit hohen Geschwindigkeiten verkaufen. Das heißt, je höherwertiger der Vertrag ist, desto mehr Provision kassieren die am Ende des Tages. Es gibt nur sehr wenige Vertriebsagenturen, die in der Hinsicht ein bisschen ordentlicher arbeiten, die Höhe sich nicht unterscheidet. Also dann ist es egal, ob der Vertriebler einen 100 Mbit-Vertrag verkauft oder einen 1000 Mbit-Vertrag. Und damit ihr mal eine Vorstellung von den Preisen bekommt, die dahinter stecken, bei der Telekom kostet die niedrigste Geschwindigkeit. 45 Euro im Monat, die höchste 70. Bei der deutschen Glasfaser bewegen sich die Tarife zwischen 40 und 90 Euro, wobei die ersten Monate oft deutlich günstiger sind. Von diesen Lockpreisen sollte man sich aber nicht täuschen lassen und Achtung, man sollte auch genau hinschauen, ob in so einem Paket auch das Telefonieren mit dabei ist oder nicht. Aber Warum klingeln überhaupt Leute an der Haustür? Für die Verträge beauftragen Glasfaserfirmen Vertriebsfirmen, die dann Leute an die Haustüren schicken. Warum machen die das? Die Telekom als Marktführer zum Beispiel erklärt immer wieder, ohne Direktvertrieb gehe eben nichts. So eine Beratung zu Hause sei wichtig für den Glasfaserausbau. Ganz ähnlich klingt das bei der Firma Deutsche Glasfaser. Aber mit Regeln? Darauf weisen beide hin. Sie erklären zum Beispiel, dass sie beim sogenannten Haustürkodex mitmachen und damit besondere Regeln einhalten, damit es an der Haustür fair und transparent zugeht. Wie das ablaufen soll, wenn Leute von Vertriebsfirmen kommen, kann man auf den Seiten der Telekom im Netz nachlesen. Zitat, Privatsphäre achten, kein Geschäft um jeden Preis oder Fragen wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten und ein Gespräch beenden, wenn der Kunde das will. Okay, aber wenn es mir passiert, dass ich mich da von Vertriebsleuten unter Druck gesetzt fühle, was mache ich denn dann? Also, am besten nichts direkt unterschreiben, aber wenn ich das doch mal gemacht habe und mir dann unsicher werde, dann habe ich auf jeden Fall 14 Tage Zeit, das zu widerrufen. Man könnte jetzt denken, naja, dann lasse ich doch lieber die Finger davon. Scheint ja alles super unsicher und riskant zu sein. Aber genau das wäre wirklich doof. Sieht man, wenn man sich den Festnetzdatenverbrauch in Deutschland anschaut. Die Grafik findet ihr in unseren Show Notes. In den letzten 20 Jahren sehen wir da einen exponentiellen Anstieg. Das heißt, die Kurve steigt nicht langsam und kontinuierlich an, sondern geht ganz steil nach oben. Und unser Datenverbrauch hat sich tatsächlich ungefähr alle drei Jahre verdoppelt. Deutschland ist zum Beispiel eines der Länder mit den meisten Zugriffen auf YouTube. Und auch über TikTok und andere Plattformen werden immer mehr Videos runtergeladen. Immer mehr Menschen spielen online. Und diese Spiele laufen nicht wie früher auf irgendeiner CD, im PC oder in der Konsole. Die werden gestreamt. Man spielt zusammen mit anderen auf der ganzen Welt. Dabei fließen riesige Datenmengen. Ja, und Videokonferenzen sind ja eigentlich auch gerade erst am Anfang. Beispiel Homeoffice. Gut denkbar, dass wir uns dabei in ein paar Jahren VR-Brillen aufsetzen und so miteinander sprechen. Das fühlt sich dann fast so an, als würden wir direkt nebeneinander im gleichen Raum sitzen. Vielleicht finden wir das bald alle so gut, dass wir dann auch darauf nicht mehr verzichten wollen. Diese Anwendungen funktionieren aber natürlich nur über sehr schnelle Datenleitungen. Der Datenverbrauch steigt aber auch so ständig an. Selbst wenn wir ganz normal im Internet und in Apps unterwegs sind, auf den meisten Seiten gehen immer mehr Bilder und Videos automatisch auf. Damit das nicht ständig wackelt oder stockt oder völlig den Geist aufgibt, braucht es Glasfaser. Und auch alle, die eigentlich jetzt noch zufrieden sind mit ihrer Internetverbindung. War ich übrigens damals mit meinem 56K-Modem auch. Ich habe gar nicht eingesehen, warum brauche ich jetzt DSL. Für die meisten würde auch das trotzdem Sinn ergeben, darüber nachzudenken, ob man nicht vielleicht in ein paar Jahren sich doch ärgert und besser in die Zukunft hätte starten sollen. Und zwar aus rein finanzieller Sicht wäre das schon klug. Momentan gibt es den Glasfaseranschluss umsonst, aber nur, wenn man gleich einen Vertrag abschließt. Wer sich erstmal nicht verpflichten will, aber den Anschluss trotzdem möchte, zahlt eine Gebühr von beispielsweise 800 Euro bei der Telekom. Die dritte Möglichkeit wäre, Glasfaser jetzt komplett zu ignorieren und sich keinen Anschluss legen zu lassen. Ja, aber wenn man dann in ein paar Jahren noch auf andere Ideen kommt und sich das anders überlegt, dann müssen die Bagger ja nochmal kommen um die Glasfaser zu installieren. Dann kann das ganz schön teuer werden. Es gibt zwar keine konkreten Zahlen dazu, aber mit 800 Euro Anschlussgebühr wird es dann sicher nicht mehr getan sein. Also vielleicht doch lieber jetzt zumindest das Kabel in den Keller legen lassen. Denn das Gute ist, die monatlichen Raten für die neuen Leitungen werden erst fällig, wenn die verlegt sind und auch funktionieren. Und auch wenn das dann irgendwann der Fall ist. Man kann auch mit einer niedrigen Datenrate anfangen, zum Beispiel 100 oder 200 Mbit pro Sekunde. Kostet auch aktuell nicht so viel mehr als ein normaler alter Festnetzanschluss. Apropos alter Anschluss: Manche Glasfaseranbieter übernehmen den alten Festnetzvertrag. Das heißt, ich muss dann nicht zeitweise zwei Anschlüsse zahlen. Und man sollte auch wissen, wenn der alte Festnetzvertrag ausläuft, während die Bauarbeiten für Glasfaser noch laufen, dann auf keinen Fall den alten Vertrag aktiv erneuern. Der erneuert sich ja sowieso automatisch, also man steht nicht ohne Telefon da. Stillschweigende Verlängerung heißt das. Und hier gilt inzwischen, dass dann auch monatlich gekündigt werden kann. Ich komme also aus dem alten Vertrag wieder raus, wenn die Glasfaser dann endlich fertig ist. Also klar scheint, Glasfaser erfordert Geduld. Aber nach allem, was wir jetzt hier zusammengetragen haben, muss ich sagen, wir kommen ja wahrscheinlich eh nicht drum rum. Wir werden das brauchen. Ganz ehrlich, das ist für mich der einzige Grund. Ich bin nämlich null nullnerdig, so wie du. Mich interessiert das eigentlich gar nicht. Aber ich habe keine Lust, diese ganzen Anschlusskosten dann irgendwann mal selbst zahlen zu müssen, wenn ich doch gemerkt habe, ich bräuchte eine schnellere Datenrat. Und deshalb wartest du so sehnsüchtig auf deine Hausverwaltung. Das das Hausverwaltung genau. Liebe Hausverwaltung. Wenn jetzt. sie das hören. <laughs> jetzt wäre der Moment, den Weg frei zu machen. Auch wenn ihr, die das gehört habt, nicht zu Annas Hausverwaltung äh, gehört, dann äh, freuen wir uns trotzdem, wenn ihr diesen Podcast mit ganz vielen Sternen zum Beispiel bewertet. Das könnt ihr bei Apple Podcasts unter anderem machen, bei Spotify genauso. Apropos Spotify, da ja. könnt ihr auch unter den Folgen kommentieren, Glocken aktivieren, macht das gern alle. Wenn ihr Fragen habt, Kritik, Wünsche, Anregungen, dann könnt ihr die uns mailen an plus-minus Und jetzt ist unser großer Moment. Trommelwirbel, Glocke, Danke zu sagen, wenn ihr jetzt die Augen sehen schön. könntet. Die Augen von David, der denkt, was macht sie jetzt für verrückt? Hab ich, Habe ich so irritiert geschaut, ja. ich war? Ja. Gut, ja, ja. Ich dachte, was kommt denn jetzt? Es kommt einfach die Danksagung. Aber ja. völlig zu Recht hast du die mit diesem großen Bimbamborium eingeleitet. Denn ein großer Dank geht an den Autoren dieser Folge, Christian Sachsinger. Und die Redakteurin heute war Katharina Fortenbacher-Jahn. Und in der Technik sitzen und saßen, wenn ihr das hört, Jens Baumgart und Jürgen Kaiser. Danke euch. Ohne euch alle wäre das hier nicht möglich. Ohne euch, die das hören auch nicht. Das wäre ja für die Füße. Deshalb danke, dass ihr alle dabei seid wie die große Plus-Minus-Podcast-Gemeinschaft. Och, ist das alles schön hier hinten raus. So viel Dankbarkeit ja. und Liebe. Und tschüss. Und tschüss. <laughs> Aber wir lassen euch natürlich nicht gehen. Ohne euch noch einen kleinen Tipp mit auf die Reise zu geben. Und zwar möchten wir euch an einen Ort schicken, ähm, der irgendwie auch mit unserem Thema hier zu tun hat, nämlich dem Silicon Valley. Glasfaser ist ja für uns wichtig, um das Netz schnell nutzen zu können. Beispielsweise nutzen wir Google, Facebook, Instagram, Apple. All diese Firmen sitzen im Silicon Valley. Aber wie viel wisst ihr eigentlich über die Gegend dort? Ich kann sagen, verhält es mir sich wenig. Der Podcast zwischen Hamburg und Haiti schaut in dieses Tal südlich von San Francisco und erzählt davon, dass die kleine Perle San Jose, dort liegt das Silicon Valley, nämlich so viel mehr ist als nur ein Firmensitz. Ja, lasst euch mitnehmen nach Kalifornien. Man hat bei diesem Podcast oft das Gefühl, man kann riechen. Wie der Wind einem um die Nase weht. Hört rein, es lohnt sich in der ARD Audiothek.